Die Rakete befindet sich auf dem Weg an die Ostküste. Wir werden das Weiße Haus verlieren. Dann bauen wir es einfach wieder auf. Verluste? Wahrscheinlich 30 bis 50.000. Abhängig von dem genauen Ort der Detonation. Fast alle Systeme sind deaktiviert. General Shepard, Sie haben uns gewarnt. Wir hätten zuhören sollen. Man wird nicht von uns als denjenigen sprechen, die Dienst hatten, als die Vereinigten Staaten untergingen. Ein Mann ist für all das verantwortlich. Makarov muss aufgespürt werden. Egal, was Sie benötigen, General. Sie kriegen einen Blankoscheck. Jawohl, ja, und damit auf zu einer weiteren Mission, einer weiteren Folge hier bei Modern Warfare 2 Singleplayer. Ich grüße euch, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, wieder mit dabei seid. Und gehen wir in eine Mission, die etwas entfernter von unserem jetzigen noch Standort ist. Aber es werdet ihr gleich sehen. Ihr könnt euch an das Ende erinnern? Mission Nummer 8? Ich denke wohl doch. Na dann, na, mal sehen, was uns hier noch erwartet. So, jetzt hätten sie uns. Scheiße, ey. So. Mal schauen, wie es weitergeht. Sag bitte kommen. Hier ist ISS-Kontrolle. Houston fordert eine Übertragung von Ihrer Helmkamera an. Over. Sie wollen, dass Sie zur dunklen Seite der Erde schauen. Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad östlich der PV-Anlagen erreichen. Sag, Blickrichtung bitte etwas weiter nach rechts richten. Da ist sie. Wir erhalten Ihre Übertragung, Sat. Bitte kommen, Houston. Empfangen Sie das? Verstanden, ISS. Videoübertragung von Sat steht. Sat, bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Wir werden jetzt die Rakete beobachten. Houston, heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? Wie es dann doch dazu kommt, dass ISS hier, Houston. Bereithalten. Wir haben langsam, aber sicher die Welt ins komplette Chaos fallen wird und wir uns dann bei MW3 in einer Welt wiederfinden, die wir natürlich im realen Leben nicht erhoffen. So, das wäre dann die Druckwelle gewesen. Tut leid. Ja, und jetzt gibt es einen riesigen EMP-Schock. Lass mal rausgehen, ja. Ich glaube, das wird nicht gut. Ach, du Heimatland, hier kommt ein Helikopter runter und ich dachte, es regnet. Uah! Oh, fuck. Alter Verwalter, ey. Lass mich hier rein. Alter, hier ist alles. Die machen alles zur Sau. Okay, what the fuck. So, erster Laptop befindet sich im Weißen Haus, auf dessen Weg wir uns jetzt befinden, in diese Richtung. Und wie gesagt, was dann alles noch passiert und sowas, erkläre ich euch ein bisschen mit. Und ja. Kann man nicht hier irgendwo seine Munition aufstocken? Irgendwo müsste das gehen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen. Guckst du vielleicht mal hier raus, oder was? Wir müssen gewinnen. Oder, ey. Hey, was zum... Mein Rotpunktvisier funktioniert nicht. Na, mein Rotpunktvisier funktioniert ohne, du Trottel. Das ist seltsam, Mann. Hier ist Munition. Anscheinend sind Optik und Kommunikation ausgefallen. Boah, endlich, ey. Wow. Seht ihr das an, Mann? Ja, verdammt. So, da haben wir uns erstmal ordentlich, ausgerüstet.
alles? Ja, okay. 11 Schuss. Gibt's noch mehr? Ich glaube, das war's sogar. Mehr gibt's gar nicht. Okay, wir haben volle Pulle Munition und machen wir was draus, denke ich. Krasse Scheiße, ey. Guckt euch mal den Mist hier an, ey. Na dann, Notfallkommando wird zusammengestellt, Freunde, und wir werden uns jetzt dorthin begeben, um natürlich eine schlagkräftige Truppe zu bilden und dem Feind nochmal eine voll reinzudrücken. Und ja, also Schlag auf Schlag, ne? Scheiße, hier sieht's aus. Ich halte uns den Rücken frei, verstanden? Okay, dann lass mal reingehen hier. Wir werden jetzt mal versuchen mit der Pistole, weil da haben wir wenigstens Kämme und Korn und können besser feuern. Denk mal, das ist ja ein bisschen hilfreicher. Ja, damit kann ich schon besser umgehen, als wenn ich hier dieses essige scheiß Rotpunktvisier oder holographisches Visier die Mitte suche. Das ist doch totaler Müll, ey. Wir könnten eigentlich immer mal mit Granaten werfen, weil... Huch, du Heimatland! Nice. Halt dich auf Fischkopf, aber. Fick dich. Du und deine hessische stinkende Sippe, ey. Alter, hat er mich voll. Das kann ich nicht leiden, boah. Ich kann das nicht. Haben wir Nachtsicht? Haben wir natürlich, oder nicht? Wieso denn nur? Schluss jetzt, Granaten vor, roll schon mal die scheiß Bude hier aus, Doch die Henne hier. War immer von mir. Sitzt ja nicht in dem scheiß Kapuff, Hier hinten steh ich! Stinkst übelst hart nach Gurke, aber auf jeden Fall. Das haben sich verpisst, oder? Ey. Haben wir hier noch eine Munitionskiste? Nee, ne? Oh Mensch, zieh doch mal nicht so nach, ey, du hättest geschwuchtelt. Geh rüber! Down. Fertig. Sie sind tot, oder? Gesichert! Raum gesichert, los geht's. Okay, alles klar, Freunde. Müssen wir geschafft haben. Da ist das Eisenhower-Bild. Das weiße Haus ist auf der anderen Seite. Oh Mann, wir müssen da raus. Scheiße, ich will, dass mein Rundpunkt wie es hier wieder geht, ey. Ich muss dann wieder versuchen, meine andere Waffe zu krallen. Die keine Rundpunkt, wie sie hat, sondern die nur ein normales Iron Sight, also ein normales Visier hat. Dann dort mäßig was an der Waffe gehört. Das ist natürlich geil, ne? Was ist mit den Kerlen da drin? Hau doch einfach eine Granate rein, Mann. Steig drauf, hau eine Granate rein und dann ist Ruhe da drinnen. Alles klar.
Ich hätte eine Granate reingehauen, war ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Abstürzenden Helis ausweichen oder sich hier im Monsun den Arsch abzufrieren. Ruhe. Still. Ich glaube, ich sehe was. Feuer einstellen. Sind das Verbündete? Ich weiß nicht. Die sind garantiert keine. Gib mir jemand Deckung. Sind garantiert keine Verbündeten. Sag Texas, verdammt. Mach schon. Drei haben wir gleich mal umgewurzelt. Sehr gut. Hier ist noch einer. Wo ist der andere? Komm her, Wichser. Voll mit dem Messer weggeholt. Wie sich's gehört. Okay, sieht gut aus. Wie gesagt, erster Laptop im Weißen Haus drin. Dort drüben kommen wir rein. Lass mich doch mal vorbei. Wir kommen rein. Oh. Okay. Trockene Füße. Los mit dem Geschwätz. Ramirez, vorgehen. So, auf dem Weg zum Weißen Haus hier. Wir kommen jetzt der Sicherheitstür sehr, sehr nahe. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass es dann auch das für diese Mission gewesen ist. Es war keine lange Mission, aber Spaß hat trotzdem gemacht. Und was für ein Siegel an der Tür. Ich dachte, der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Würde mich dann, wenn es jetzt stimmt, verabschieden wollen, euch noch einen wunderschönen Tag wünschen und ein frohes Nachladen mit Kimme und Korn. Euer Bahamut 2103. Falls ich nicht falsch liege.